willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter in Selm bei David Motorentechnik. Hallo. Miguel hat etwas vorbereitet für uns. Und zwar, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufholen. Es geht heute mit dem RS4 Limo Block weiter, der später zum Einsatz kommen soll. Hier sind ja eigentlich original schon geschmiedete Lagerböcke drin. Ja. Aber da ihr so, ich sag jetzt mal, hervorragend Sachen selber fertigen könnt, habt ihr euch was überlegt, wie wir diesen Block noch ein bisschen steifer bekommen? Ja. Und ein bisschen cooler bekommen, ein bisschen geiler bekommen, ein bisschen besser bekommen. Alles auf einmal. Ja, wir fertigen Lagerböcke nach in größerer Stärke aus einem Werkstoff, der eine höhere Festigkeit besitzt. In diesem Fall wählen wir einen Werkzeugstahl, Tulox 33, der eine Festigkeit von etwa 950 Newton-Millimeter hat und damit eine höhere Festigkeit besitzt als die originalen Lagerböcke. Gleichzeitig ist der Lagerbock höher, steifer und auch noch breiter. Das heißt, wir haben hier ein deutliches Mehr an Festigkeit gegenüber den originalen Lagerböcken. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Begriffe auf einmal, die wir nochmal im Einzelfall nach und nach jetzt durcharbeiten. Tulox 33 ist eine Handelsbezeichnung für einen bestimmten Werkzeugstahl, der heutzutage bei höheren Anforderungen gängige, hochwertige Vergütungsstähle ersetzt. Das heißt, 950 Newton und wir brauchen sie danach aber nicht nochmal härten? Nein, das ist das Besondere. Dieses Material ist vorvergütet, das heißt, es besitzt seine Endfestigkeit, hat gleichzeitig äußerst geringe innere Spannungen. Man kann also Teile aus dem Vollen fräsen und sie verziehen sich hinterher nicht wie ein Flitzebogen. Also, und so sieht das Ganze nämlich aus am Anfang. Und dann wird da irgendwann hoffentlich so ein Lagerbock raus. Ja, das ist geplant. Das Coole ist, was mir dabei jetzt einfällt, ist, das heißt, man kann ja theoretisch mit dem Verfahren auch Blöcke retten, wo unten die Deckel abhanden gekommen sind. Auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich. Weil ich weiß, ganz viele denken, Böcke weg, ab in Müll. So, wenn man jetzt einen VR-Block nimmt, wo wahrscheinlich so ein Block 200 Euro kostet, da ist das okay. Aber ja, bei den RS4-Blöcken ist das natürlich schon eine coole Sache, ne? Wir haben sowas schon öfter gemacht, auch bei anderen Fabrikaten. Und ich muss sagen, bei den V6-Blöcken von Audi haben wir den Vorteil, dass es ein relativ kurzer Block ist. Das lässt sich für uns gut bearbeiten. Das ist handlich in gewisser Weise und für uns deshalb einfacher zu bearbeiten als zum Beispiel so ein amerikanischer V8, der deutlich länger ist. Und wir haben das auch schon für amerikanische V8 gemacht und für andere Motoren, dass wir Lagerblöcke nachgefertigt haben. Mhm. Oder aber die Kunden haben uns halt irgendwelche Billet-Blöcke, die sie im Aftermarket gekauft haben, geliefert und wir haben die dann auf Maß gebracht, weil die ja nicht in jeden Block passen, die haben ja immer unter Maß. Okay, also bevor wir jetzt auf die Fertigung dazu eingehen, erstmal nochmal kurz, was wir vorhaben. Aus diesem Klotz wird irgendwann so ein Lagerbock. Der ist, wie du sagtest, ein bisschen breiter, das heißt, er kriegt ein bisschen mehr Vorspann. Ja. Zusätzlich vom Material her fester. Was hatten wir hier ungefähr für eine Härte? Hier hatten wir ungefähr 800 Newton pro Quadratmillimeter an Festigkeit. 800 Newton, das heißt, wir sind fast 20% drüber. Ja. Und einen originalen S4-Block hatten wir nämlich auch noch gemessen, der war noch mal viel, viel weiter drunter. Ja, der lag bei ungefähr 600 Newton pro Quadratmillimeter. Das kann dann nämlich natürlich auch ein Punkt sein, warum die S4-Blöcke, die Amerikaner sagen immer, bei den S4-Blöcken fallen unten irgendwann die Kurbeln raus. Ja. Wenn das natürlich 600 zu 800 ist, dann natürlich schon eine Nummer. Und nicht nur das, die anderen, die kleineren Blöcke haben auch schmalere Lagerblöcke. Die sind weniger breit als die bei den S4. Aber wir lassen jetzt die Originalbreite oder werden die am Ende wirklich auch breiter? Wir wählen im Prinzip die Breite des breitesten Bockes und übernehmen die für alle. Weil tatsächlich haben wir ein paar Zehntel Unterschied zwischen den Lagerböcken original. Das machen wir aber nicht, wir nehmen einfach eine Einheitsbreite gemessen an dem, der die Axialführung besitzt und das ist der breiteste. Das heißt, da müssen wir aber auf jeden Fall kontrollieren, dass genug Spalt zur Kurbel am Ende ist. Kontrolliert man auf jeden Fall, klar. Ich denke, dass das keine Probleme hat. Aber wir werden es sehen. Das ist, wenn man so etwas das erste Mal aufbaut, immer so, dass man sich Mühe geben muss, kontrollieren muss, weil es nicht wie in der Serie einfach so zusammenpasst. Okay, das ist Step 1. Das heißt, anschließend muss hier komplett wieder durchgebohrt, durchgehohnt, volles Programm werden. Ne? Aber das ist ja eh das geringere Problem. Wir machen das Ganze eigentlich auch nur, weil ihr die Idee hattet, dass wir vielleicht zusätzlich noch mit einer Platte arbeiten können. Ja. Das heißt, die Originalen die gucken unten gar nicht raus, die sind flacher. Die haben ein bisschen Unterstand, zumindest an der Verschraubung. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier so eine typische Versteifungsplatte drunter machen würden, die bisher nicht notwendig war bei dem Motor, weil bisher hat es funktioniert, aber man weiß ja nie, was noch kommt, wäre das nicht optimal. Genau. Dass wir
setzen die Lagerböcke so ein, dass sie praktisch bündig sind mit dem Block. Mhm. Und dann können wir noch eine Versteifungsplatte drüber setzen. Mhm. Wäre es theoretisch möglich, das alles aus einem Teil zu machen, Platte mit Böcken? Oder ist das vom Fräsaufwand so exorbitant, dass sich das kaum lohnt? Die NASA kann das. Wir können das nicht. Mhm. Okay. Das heißt, die Böcke werden wahrscheinlich auf der Maschine gefertigt. Und da eine ganze Platte rauszumachen, würde wahrscheinlich auch gehen, aber da fräst das Ding schon ein bisschen dran. Ne? Das Problem an der Sache ist, dass man teilweise jeden Lagerbock einzeln einpassen muss. Weil wir haben eine Passung hier im Block unten, im Block oben und zusätzlich muss das Ganze noch flucht mit der Lagergasse. Das ist im Prinzip eine Art Dreifachpassung und die Zentrierstifte müssen auch noch passen. Und wenn man einzelne Lagerböcke hat, dann hat man noch die Möglichkeit zu verschieben. Wenn man das Ganze jetzt in einem Stück machen wollte, dann hat man so viele Passungen, die zueinander passen müssen und dann auch noch von Block zu Block zu Block. Ich denke, das ist zu aufwendig. Wo du sagst Passung, wie genau ist diese Passung hier? Diese Passung ist jetzt 300stel. 300stel original. Mhm. Okay. Und das ist aber noch kein Problem. Das wird sich am Ende ausgehen. Dass da ein bisschen mehr Vorspannung mehr drin ist. Ja, wir prüfen das natürlich selbstverständlich und die Böcke sind ja bei weitem noch nicht fertig. Und es ist durchaus möglich, dass man hinterher noch mal ein paar Hundertstel nachkorrigiert. Mhm. Das ist, man macht das etwas mit Übermaß zur Sicherheit und wegarbeiten kann man hinterher. Ja, das war erstmal Step 1, unsere Gedankengänge dazu. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. So Miguel, bevor hier ratzfatz auf einmal so ein Bock rausfällt, musst du uns das ein bisschen erklären. Ja, so ganz ratzfatz geht das nicht. Hier ist die langsam. Die Konstruktion für den Bock, den hast du hier dran gemacht oder am Rechner? Nein, am Rechner. Am Rechner, ja. Hast du das gelernt oder selber beigebracht? Ich bin von Haus aus Maschinenbaukonstrukteur. Ah, okay. Mhm. Das heißt aber nicht gleich, dass man das auch hinbekommt, dass es am Ende daraus fällt. Natürlich nicht, nein, überhaupt nicht. Das ist zum Teil autodidaktisch erfolgt. Es ist so, dass ich Maschinenbau studiert habe, als Konstrukteur für Werkzeugmaschinen tätig war und auch mit CAD-Systemen gearbeitet habe und dann irgendwann mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Das heißt, hier eine Firma für die Instandsetzung von Motorenteilen aufgemacht. Und das mit den Werkzeugmaschinen und dem CAD-System ist erst viele, viele Jahre später hinzugekommen. Das war früher finanziell überhaupt nicht drin. Wofür nutzt ihr diese Dreiachsfräse normalerweise im alltäglichen Betrieb? Im alltäglichen Betrieb? Spielereien. Nein. Wie sowas? Nein. Das ist oft zu aufwendig. In den meisten Fällen bearbeiten wir damit Motorblöcke, in die Buchsen eingesetzt werden. Der Vorteil, den diese Maschine hat, ist, wir können die Buchsenbundhöhe auf 100stel Millimeter genau fräsen. Wobei der absolute Wert nicht wichtig ist, nur wichtig, dass die Buchsen alle im gleichen Maß sind. Und wir können dann sehr präzise arbeiten, wie das auf einem manuellen Bohrwerk üblicherweise nicht der Fall ist. Mhm. Damit ist es für uns möglich, zum Beispiel V8-Blöcke zu buchsen oder halt Porsche Boxerblöcke und das sehr präzise zu machen mit einer hohen Wiederholgenauigkeit. Und das ist etwas, was sich lohnt, damit können wir Geld verdienen. Mhm. Jetzt habe ich mal eine Zwischenfrage, die mich jetzt gerade interessiert. Mhm. Angenommen, wir haben einen Motor, also angenommen, wir machen das alles fertig. Ja. Und der Motor geht kaputt, was ja leider schon öfter mal passiert ist. Können wir ihn dann mit neuen Böcken wieder retten? Also selbst wenn diese Bohrung blockseitig kaputt ist? Das hängt vom Schaden ab. Es ist ja so, wenn wir diese Bohrung korrigieren und sie hat bereits einen Schaden, dann müssen wir in Richtung der Zylinderköpfe nacharbeiten. Das heißt, wir bekommen hier einen Höhenfehler hinein. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit der Motor gegenüber dieser Verschiebung der Kurbelwellenachse tolerant ist. Hat der Zahnriemen oder Steuerketten? Zahnriemen. Das heißt also, der Zahnriemen müsste etwas stärker gespannt werden. Ja, ja. Man muss gucken, wie sitzt das mit der Ölpumpe, wenn die Ölpumpe vorne angetrieben wird. Also die ganzen Nebenaggregate, sage ich jetzt einfach, die können dann das Problem sein. Von der reinen Bohrung her ist das kein Problem. Nein, es ist ja üblicherweise so, wenn so eine Lagerschale da drin mitgedreht hat, dann müsste man die ganze Lagergasse schon 2/10 bis 3/10 in Richtung Zylinderköpfe versetzen. Das ist für die meisten Motoren eine ganze Menge. Für einen alten Vierzylinder wäre das nicht so das Problem, weil die Kolben oben weiter rauskommen, man könnte das Kolbendeck abfräsen. Aber bei modernen Motoren mit vielen Nebenaggregaten kann das schwierig werden. Bei den amerikanischen Motoren ist das oftmals eine Standardreparaturmethode und da gibt es sogar zum Steuerkettenantrieb kürzere Steuerketten. Das heißt, man setzt den kompletten Halbmond dann 3 Zentimeter tiefer? Ja, ganz genau.
Und somit haben wir auch wieder eine komplett perfekte runde Bohrung und nicht eine, die so ein bisschen aufgeht. Man muss gucken, wenn die Lagerböcke einen Schaden haben, dann ist es meist so, dass der Schaden umlaufend ist. Das heißt, wir haben dann diese Bohrung zu 95% wieder in Form gebracht. Mhm. Da die Hauptlast senkrecht wirkt bei diesen Lagern, heißt das, die seitliche Beschädigung ist unter Umständen zu vernachlässigen. Okay, das muss aber von Fall zu Fall entscheiden. Ist bei Bläuschlangen das Gleiche. Ja, wir wollen ja nicht hoffen, dass der Fall irgendwann mal eintritt. Mhm. So, okay, jetzt wieder hier rauf zu sprechen zu kommen. Am Rechner konstruiert, ja. Dann hier drauf. Ja. Und jetzt ist es nur noch kalibrieren auf Knopfdrücken fertig. Nur die Maschinenachsen mussten kalibriert werden, weil die Maschine runtergefahren war. Mhm. Das muss nicht vor jedem Werkstück gemacht werden, sondern nur, wenn die Maschine aus dem Schlaf erwacht, damit sie weiß, wo sie überhaupt steht. Mhm. Und wir hatten das Programm beim letzten Mal geladen. Wir haben den Schraubstock, so wie er positioniert ist, nicht verändert. Das heißt, wenn ich jetzt das Programm starte, fängt es wieder genau da an, wo es vorher gelaufen ist. Wir haben hier sowieso relativ viel Aufmaß von ungefähr 2 mm. Das heißt also, ob ich den Klotz jetzt 3/10 versetzt einsetze oder nicht, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, okay, verstehe. Und so wie ich das hier sehe, müsst ihr auch einmal umspannen am Ende, um die Fläche dann auch noch zu bearbeiten. Auf jeden Fall, ja. Okay. Das ist aber ein weiterer Schritt, der bis jetzt noch nicht ausgeführt wurde. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück und gehen dort in kleinen Schritten vor. Okay, Action. Jetzt fährt er erstmal in Kreisbahnen. Abgelaufen, das Programm ist durch. Der Arbeitsprozess, der durchgeführt werden sollte, ist fertig. Tun das Teil jetzt ran, öffnen die Tür. Alles ist voller Kühlschmierstoff und voller Späne. Vorsichtig, die Dinger sind echt scharf. Am unangenehmsten ist es, wenn man die in die Schuhe kriegt. Glaube ich. Dann noch einen ganzen Tag drin rumläuft. Ja. Oder abends fällt noch irgendwas aus der Wäsche und man tritt dann nachts rein. Ja, das sah jetzt eigentlich recht einfach aus, aber ich glaube, dass da schon jede Menge Know-how und Erfahrung hintersteckt. Ja. Jetzt müsste ich es abpusten, das ist laut und unangenehm. Aber man kann sich ja schon vorstellen, es ist alles scharfkantig, man kann sich die Finger schneiden. Aber das ist schon mal der erste Prozess, der erste Schritt in der Herstellung dieser Lagerböcke. Okay. Cool. Ja, da geht's. Ich habe nebenan eben gerade euer Viertelmeile-Auto erspäht. Und ich habe gehört, ihr wart am Wochenende aktiv. Aktiv ja, erfolgreich nein. Wir blenden jetzt als allererstes mal einmal kurz ein Video ein, weil es ist tatsächlich so, dass die Herrschaften nämlich tatsächlich auch Viertelmeile fahren. V8? Ja. Heckantrieb? Ja. Slicks? Letzte Mal ja, aber es ist ein Frauenauto. Und die Slicks sind nicht frauenfreundlich. Deshalb war das jetzt nur für die Männer, um auszuprobieren, was geht mit Slicks. Aber letztlich kommen Semislicks drauf mit härterer Flanke für die Frau. Ja, wir blenden es auf jeden Fall trotzdem einmal kurz ein, damit ihr seht, dass hier auch wirklich aktiv am Motorsport noch teilgenommen wird und nicht einfach nur Motoren gebaut wird. Stimmt. Sehr schön. So. Hier haben wir unser, das heißt, wie geht es weiter mit dem Auto? Jetzt habe ich schon vielleicht zu schnell schon wieder bei der Thematik. Wir haben keinen Grip gehabt, wir haben Probleme mit dem Getriebe. Wir zerlegen einen Teil des Getriebes und schauen nach, weil das Getriebe nicht nach Wunsch schaltet. Das ist ein elektronisch gesteuertes 4L60E. Und entweder kriegen wir das Getriebe dazu, das zu tun, was wir uns wünschen, oder wir schmeißen es raus. Das heißt, das ist ein elektrisch geschaltetes Wandlergetriebe. Ein Automatikgetriebe, ja. Und es wird elektronisch angesteuert. Das hat Spulen, mit denen die Ventile geschaltet werden. Und du gibst die Schaltpunkte vor. Ja, ja. Du kannst also zum Beispiel sagen, schalte mir lastunabhängig bei zum Beispiel 50 km/h vor dem zweiten und dem dritten. Ah, okay, kann man programmieren. Man kann die Kurven programmieren, man kann die Schaltpunkte programmieren, man kann die Wandlersperre programmieren. Und das Getriebe tut nicht das, was wir wollen. Es ist sogar teilweise so, dass es hochschaltet und sofort wieder runter, obwohl man nichts geändert hat. Das ist also völlig inakzeptabel. Und im Grunde müsste man sagen, es ist nicht in Ordnung. Wir haben es so bekommen, es hat von Anfang an so geschaltet, wir haben es so gekauft. Und weil es aber jahrelang in der Ecke gelegen hat, möchte ich jetzt dem Hersteller auch nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Wir hatten schon überlegt,
das ganze Auto zu ihm zu bringen, was jetzt während der Corona-Phase relativ schwierig war, weil er in den Niederlanden sitzt. Mhm. Und ihm zu sagen, guck mal, das schaltet nicht ordentlich, sieh mal zu, dass du was hinbekommst. Wie oft kommt ihr dazu, mit dem Auto noch zu fahren? Wir sind letztens eigentlich die Jahre vorher vielleicht 5 bis 6 Mal im Jahr gefahren, okay. Ungefähr. Mhm. Ist nicht so oft. Ja. Und dieses Jahr sind leider sämtliche Termine ausgefallen, das fanden wir nicht witzig. Gestern war der letzte Termin, der erste in diesem Jahr und der für uns im Prinzip auch der letzte war. Und da wollten wir mal sehen, was mit dem Auto geht, weil wir etwas mehr Leistung eingebaut hatten als die Jahre davor. Für eure Verhältnisse natürlich hausfrauenmäßig angepasst. Was hat er jetzt an Leistung? 700 PS. Immerhin. Ja. Und damit sollte die 11 zu knacken sein. Mhm. Und wir haben es überhaupt nicht geschafft. Das Getriebe hat nicht ordentlich geschaltet. Die Reifen hat keinen Grip. Über die Strecke ist Kühlflüssigkeit gelaufen. Und der alte Mann hat Angst, mit Slicks zu fahren. Das heißt, Zeit war jetzt am Ende? 11,4 irgendwas. Mhm. Und Endgeschwindigkeit waren 207 km/h. Mhm. 207 km/h würden sich eigentlich umrechnen in 10,8 Sekunden ungefähr. Das heißt, die Leistung ist da. Traktion und Schalten muss man. Ganz genau, wir kriegen es nicht. Die Räder drehen auch am Start einfach nur durch. Okay, ihr könnt ja mal fleißig in die Kommentare ballern, ob ihr Lust habt, dass wir das Auto mal vorstellen, weil ich habe schon erspäht, da sind auch jede Menge Eigenbausachen dran. Ja, eine Menge. Und wenn ihr Lust drauf habt, gehen wir da mal drauf ein. Aber jetzt müssen wir uns hier um den Block erstmal einmal kümmern. Ihr habt ja schon vorhin gesehen, wie Miguel die Böcke selber gebaut hat, von Null auf. Ja. Jetzt ist das Ganze in der Maschine drin. Was machen wir jetzt? Die Böcke haben ein Untermaß und passen auch nicht zu der Lagergassenbohrung des Blockes. Mhm. Das heißt, wir bohren jetzt diese Böcke auf, möglichst nah an die originale Lagergassenbohrung, aber nicht ganz bis auf Endmaß, sondern wir bleiben noch ein paar Hundertstel drunter. Mhm. Das heißt, wir holen uns die Zentrierung aus der ursprünglichen Lagergasse und formen dann nach Möglichkeit die nachgebauten Lagerböcke nach, bis auf die letzten Hundertstel, die wir dann durch Honen auf Maß bringen. Mhm. Weil so präzise zu bohren, dass man sagen könnte, wir können das als Lagergasse hundertprozentig durchgehen lassen, würde vielleicht bei einem englischen Motor funktionieren, aber bei so einem deutschen Präzisionsprodukt lassen wir das lieber bleiben und gehen da auf Nummer sicher. Okay, das heißt, es wird jetzt erstmal nur auf der Seite Material getragen? Ja, ganz genau, richtig. Wie ist das dann später beim Hohn? Beim Hohn drückt sich ja die Hohnahle auf, ich sag mal so, von oben nach unten, von links nach rechts, gegen alle Seiten. Das heißt also, beim Hohnen nimmt die Hohnahle komplett Material weg, rundherum, von allen Stellen, nur bevorzugt von den Stellen natürlich, die vorstehen. Ja, ja. Das heißt, wir lassen zum Beispiel 200stel Material als Untermaß stehen und lassen der Hohnahle 200stel Material übrig, um die Lagergasse in Form zu bringen, sodass dann hinterher die Gesamtmantelfläche zylindrisch und in einer Flucht sitzt. Mhm. Okay. Mit welchem Werkzeug geht's los? Wir fangen jetzt an mit einer Bohrstange mit Zweischneider. Jetzt hier. Das ist im Prinzip ein grobes Verarbeitungswerkzeug, mit dem man auf 500 mm ungefähr bohren kann. Mhm. Man könnte noch genauer, wenn man sich mehr Zeit nimmt, ist aber nicht erforderlich, weil wir noch einen Feinbohrkopf haben, mit dem wir dann hinterher da durchgehen. Aber der Feinbohrkopf kann schlecht halbe Millimeter rausbohren. Da wird er überlastet, deshalb nimmt man erst das grobe Gerät und dann anschließend gehen wir mit dem Feinen durch. Das heißt, wir müssen jetzt gerade einen halben Millimeter erstmal rausnehmen damit? Na, ich habe schon mal vorgebohrt, Ehrlichkeit halber zu, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Die eine Seite ist auch schon soweit gebohrt, aber wir müssen hier die Seite noch fertig machen. Mhm. Und wir müssen jetzt erstmal uns die Zentrierung wiederholen in der Maschine. Mhm. Wenn ich das Programm aufrufe, hat die Maschine zwar den alten Startpunkt, aber wir kontrollieren das nochmal, damit um Gottes Willen nichts schief geht. Das ist halt das Besondere, wenn man so eine Sache ordentlich bearbeiten will, dauert die Vorbereitungszeit oftmals länger als die eigentliche Bearbeitung. Mhm. Das heißt, du musst der Maschine jetzt sagen, wo der Mittelpunkt ist. Ganz genau. Okay. Theoretisch hat sie ihn noch, aber ich traue dem nicht. Ja. Es gibt immer einen thermischen Verzug. Die Maschine ist relativ groß. Wir haben Temperaturschwankungen. Wir sind nicht in einer Klimakammer. Das heißt also, wenn ich
der Maschine sagen, geht zum Nullpunkt, könnte sie 200-300 daneben sitzen. Das wäre in diesem Fall zu unpräzise. Okay. Ich würde sagen, so viel dazu und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das Ganze geht. Alles klar. Im Prinzip müssten wir die Maschine einmal wenigstens eine Minute bis zwei Minuten warm laufen lassen. Dafür gibt es ein Warmlaufprogramm. Wie ein Motor. Im Prinzip ja. Das im Handbetrieb sitzt, dann steht hier Warmlaufmaschine, drücke ich einfach den Startknopf und dann fängt sie an. Dann wird die Spindel bewegt, dann werden die Achsen bewegt und dann fährt sie ja von vorne nach hinten. Das heißt, sie macht alles, es ist nur kein Werkzeug drin so? Ganz genau. So, damit alles ein bisschen auf Betriebstemperatur kommt, diese Maschine hat keine Glasmaßstäbe in den Linearachsen. Sie misst indirekt über die Kugelrollspindeln. Und von daher ist ein bisschen Warmlauf erforderlich, um sicherzustellen, dass die hinterher nicht 1-200 daneben sitzt. Das heißt, die fährt jetzt wirklich ein paar Arbeitsschritte einfach ab, damit wirklich Lager, die Spindel und alles ein bisschen auf Temperatur kommt? Ganz genau. Weil das schon so entscheidend ist? Ja. Also wir haben jetzt Gott sei Dank natürlich relativ günstige Temperaturen. Wir liegen so um die 19-20 Grad ungefähr. Das ist eigentlich ideal für solche Maschinen. Das wäre ja auch ungefähr die Temperatur, die man im klimatisierten Raum hätte. Normklima sind, glaube ich, 21 Grad Celsius, soweit ich weiß. Aber wir gehen, wie gesagt, auf Nummer sicher. Schlimmer wäre es im Winter, wenn wir hier drin nur plus 7 Grad haben oder so, dann ist es zwingend erforderlich, warm zu fahren. Bist du fast fertig? Ja. Das heißt, das Werkzeug wurde zwischendrin einmal gewechselt gegen, wie nennt es, dein Feinschneider? Ja, eine Feinbohrstange. Okay. Fast fertig heißt, du hast ja ein Endmaß gesetzt. Das ist jetzt nicht das Endmaß, wie es später in Betrieb ist, sondern wenn du dann anfängst mit der hohen Ahle zu hohen. Ja, wir möchten etwa 1-200 unter dem hohen Maß bleiben, weil die hohen Ahle ja noch ein bisschen nacharbeiten muss. Das heißt, wir brauchen ein Untermaß, sonst wären wir ja nach dem Hohen sofort über dem Endmaß. Und wir haben uns jetzt schon recht weit an unser ideales Untermaß herangetastet. Wir möchten etwa 1-200 unter dem Nennmaß bleiben. Um dorthin zu kommen, müssen wir den Feinschneider jetzt nochmal etwa 1/100 radial zustellen, um dann auf das endgültige Bohrmaß zu schneiden und dann nehmen wir den ganzen Block von der Maschine runter und dann ist Bohnen angesagt. Okay, und genau das gucken wir uns jetzt an, weil da hast du so eine coole Maschine, so eine Messeinrichtung, wie würde ich es mal nennen. Werkzeugvoreinstellgerät nennt sich das. Das ist äußerst praktisch, weil man damit die Werkzeuge auf das Nennmaß einstellen kann. Wobei ich jetzt ganz vorsichtig bin beim Bohren. Weil beim Bohren kommt ja noch die Verformung der Schneidung des Werkzeugs, die elastische Verformung beim Schnitt dazu. Das heißt also, ich gucke mir jetzt nur an, welches Maß habe ich da am Werkzeug und stelle radial noch 1/100 zu. Jetzt muss man dazu sagen, jetzt werden sich viele fragen, was heißt zustellen? In dem Fall ist es halt wirklich einfach nur ein, wie sagt man, ein Kopf, den du exzentrisch rausfahren kannst. Und somit den, also du kannst jetzt gerade hiermit auch nur einen Durchmesser bohren, solange das so eingestellt ist. Ganz genau. Dann schauen wir uns an, wo wir sind. Da muss ich das Ganze. Ihr könnt wo wir sind, heißt, das ist jetzt gerade nur also wir gucken uns die Schneide im als Schatten quasi da drin ganz an. Ganz genau. Okay. So, dann muss ich das gleich einstellen. Auch mal in diese. Das ist eventuell ein bisschen Schmutz. Ja. So, dann an diesem Punkt etwa. So, dann sind wir jetzt bei 69,97. Wir wollen 1/100 zustellen, das machen wir jetzt. Mhm.
können wir zum Beispiel 1/100 größer werden, 8,5 etwa, lösen die Klemmung, muss die Richtung angucken, stellen 1/100 zu und sind dann da, wo wir wollten. Was genau sieht man jetzt hier drauf? Man sieht jetzt den Schatten der Schneide, der an diese gestrichelte Linie grenzt. Mhm. Und diese gestrichelte Linie zeigt an, wo wir sind. Okay. Ich sichere das Ganze. Gucke nochmal nach, sicher. Ja. Und dann ab in die Maschine. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt irgendwie mit einem Messschieber oder ähnliches messen würde? Ist schwierig. Du hast ja einen theoretischen Mittelpunkt der Schneide. Mhm. Und den kannst du ja hier nicht messen. Mhm. Deshalb wird vorher dieses Werkzeugvoreinstellgerät sozusagen kalibriert an einem eigenen Kalibrierklotz, der auf ein bestimmtes Maß festgestellt ist. Und dann kannst du das Ganze optisch vermessen. Mhm. Man hört fast nichts, man sieht fast nichts in der Schneide trotzdem. Also das ist jetzt schon auch grenzwertig zu schneiden. Radial 1/100 rausnehmen, die Schneiden selber sind auch ein bisschen verrundet mikroskopisch. Das heißt also, irgendwann schneiden die nicht mehr, sondern quetschen nur noch. Mhm. Die Schneide ist ganz gut, die funktioniert noch in dem Bereich, aber ich glaube, danach ist sie dann auch so langsam fertig. Eine neue ist das nächste Mal, wenn wir das nochmal machen, eine neue. Deshalb, sowas wird auch in der Serie kaum eingesetzt, weil wenn du Schneiden hast, die sehr fein schneiden können, müssen die sehr schmalen Radius haben, sehr spitz sein, dann müssen die ganz langsam durchfahren und dann haben die einen hohen Verschleiß. Das geht nicht einfach. Mhm. In der Serie nimmst du immer eine Stange, wo gleich vier Schneiden oder so drauf sind und alle vier auf einmal. Mhm. So, kann ich die Korte wieder erhöhen, um zum unteren Lagerbock zu fahren. Wir haben da noch nicht geschnitten. Mhm. Ach, komm schon. So, und wir sind hier ungefähr noch 1/100 unter Maß. Guck mal hier. Und das reicht dann auch bis Hoden. Ja, der ist noch 2,5 Hundertstel unter Maß. Jetzt machen wir Schluss. Mhm. Weil noch genauer kriegen wir es praktisch nicht gebohrt. Mhm. Den Rest überlassen wir dann dem Schleifwerk. Mhm. Okay, das heißt, hier sind wir fertig. Ihr könnt das Ding von der Maschine runternehmen. Ich sag mal den jungen und kräftigen Leuten Bescheid, dass wir behilflich sind. In richtig coolen hier macht man einen Kram, ja. Aber hier müssen wir es halt selber anpacken. Wir haben René. Okay. So. Kevin! Ich brauche junge, kräftige Leute. Das macht der fehlende Kram. Ihr macht das immer alleine, das wissen wir. Ich bin. René, ja. Jetzt sind wir so weit, dass wir den letzten Bearbeitungsschritt einleiten können und das ist dann das Rodeln auf Maß. Letzten Bearbeitungsschritt für die Lagerreise. Mhm. Okay, das heißt, wir fassen zusammen. An der Stelle wurde noch gar nichts abgenommen. Richtig. Wir sind noch jetzt gerade zeig mal bitte. Diese Fläche, die Originalfläche. Mhm. Wir haben quasi nur den hergestellten Block auf ein ähnliches Maß angepasst. Ja. 2/100 fehlen noch ungefähr. Ja. Und die werden jetzt mit der hohen Ahle ausgeholt. So. Das Coole ist jetzt allerdings, dadurch, dass hier hausintern diese Blöcke selber hergestellt wurden, konnten wir die jetzt auf ungefähr die gleiche Höhe hier fertigen. Und jetzt kommt es nämlich. Vielen Dank an der Stelle an Amstec Performance aus der Schweiz. Die haben uns noch so eine schöne Versteifungsplatte gebaut. Da brauchen wir jetzt deine fachmännischen Meinung, Rat zu. Macht das Sinn? Ist das cool? Das heißt, die Platte soll am Ende hier noch so runter? Also cool ist es auf jeden Fall. Und wenn es mein Motorblock wäre, täte ich es aller Wahrscheinlichkeit nach genauso. Das ist cool. Dann haben wir ja alles
Alles richtig gemacht. Das ist auch erst nur Schritt 1, weil der eine oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen. Die Firma baut mir für diesen Motor auch eine komplette Trockensumpfanlage. Das finde ich beeindruckend. Ich hörte ja schon, dass ihr da auch ein bisschen Erfahrung habt. Ein Hauch, ja. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Der Amer kommt auf jeden Fall auch einmal mit hierher und wir können mal so ein bisschen Trockensumpf-Talk machen. Weil genau. Das wird, ist für mich absolutes Neuland. Das wird auf jeden Fall höchstgradig interessant. Trockensumpf ist total cool. Weil hat nur Vorteile oder ist auch gefährlich, hat auch Nachteile? Also es hat einen Nachteil. Nein, es hat zwei Nachteile. Erstens, es ist komplizierter, aufwendiger, teurer. Zweitens, es hat mehr Leckagestellen nach außen. Mhm. Du hast ja mehrere Schläuche nach außen für und das heißt, das Leckagerisiko ist größer und tatsächlich, es wird sich bemerkbar machen. Ja. Du wirst da mal hier oder da einen Tropfen hängen haben. Es geht nicht anders. Ansonsten bietet es für den Betrieb des Motors ausschließlich Vorteile. Du kannst die Ölmenge beliebig erhöhen. Du kannst theoretisch einen 30 Kubikmeter Anhänger hinter dir nachfüllen, was natürlich völliger Unsinn ist, aber es ginge. Das Öl bleibt weniger schaumhaltig, weil die Menge einfach größer ist. Die gleiche Menge Schaum, die du in einer bestimmten Zeit fährst, verteilt sich auf eine größere Ölmenge. Der Öldruck ist auf jeden Fall konstant, weil egal wie du beschleunigst und fährst, wenn die Ölsäule ausreichend ist, du kannst die Ölsäule ja 4-5 Mal so hoch machen wie im Motor, bekommt die Druckstufe immer sauberes, nicht schäumendes Öl zugeführt. Das heißt, die Bedingungen für den Motor sind um ein Vielfaches besser. In den Situationen, in denen in einer Nassungsschmierung das mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen heiß gewordene Öl so in der Ölwanne hin und her schwappt, dass der Pickup doch mal hin und wieder etwas Luft zieht, das ist für den Motor ja sehr, sehr ungesund, weil Schaum und Luft schmieren nicht so gut. Ja. Und das ist in der Trockensumpfanlage praktisch ausgeschlossen. Das heißt also, wenn die Trockensumpfanlage gut funktioniert, und das kann man, wenn man etwas erfahren ist, ohne Probleme hinbekommen, dann wird der Motor dadurch deutlich zuverlässiger. Okay, wir merken auf jeden Fall, da hier steckt jede Menge Erfahrung auch im Bereich Trockensumpf. Das freut mich sehr. Ein bisschen reicht. Ein bisschen ist besser als gar keine. Das heißt, da können wir viel machen. Aber das ist so eine Thematik, da gehen wir auf jeden Fall in diversen Extra-Videos drauf ein. Jetzt machen wir erstmal mit dem Block weiter. Diese Platte. Jetzt gerade haben die noch leicht Überstand, die Böcke. Genau. Mit Absicht, damit wir das jetzt anpassen können. Ganz genau. Weil diese Böcke bis auf das exakte Maß hinzubekommen, das machen wir mit einer Flachschleifmaschine, weil runterarbeiten von Böcken ist gar kein Problem. Draufarbeiten ist schwierig. Problem. Wir können auch nicht den Motorblock mit den Böcken zusammen schleifen, weil ja die Böcke unter Vorspannung in den Motor gehalten werden müssen. Und dann würden ja die Schraubenköpfe vorgucken. Das geht also so nicht. Das heißt, man arbeitet das praktisch auf Maß. Hier haben wir noch ein bisschen Überstand, man kann es fühlen, das ist, macht es vermessen und wir bringen das dann auf etwa 100 mm genau auf den Überstand des Blockes. Meine Frage wäre jetzt gewesen, macht es vielleicht Sinn, die Böcke minimal rausstehen zu lassen, dass wenn man das Ganze anzieht oder ist die, ich sag jetzt mal, die Quetschung in diesen Böcken so gering, dass man das, wenn wir jetzt mit 100 zum Überstand arbeiten, 100 zum Überstand noch immer bleibt. Es sind ja eigentlich die Schrauben, es sind die Schrauben hier. Also grundsätzlich ist das so, dass das geometrisch sauber sein sollte. In diesem Fall halte ich nicht so viel von einer äußeren Vorspannung über die Blöcke, wenn sie über mehr als zum Beispiel 200-300 hinausgeht. Das ist nicht erforderlich, weil die Hauptlast halten tatsächlich diese Bolzen. Und diese Bolzen sind direkt an den Lagerböcken. Plus, es kommt auch noch dazu, ich weiß, es gibt ganz oft Probleme mit Undichtigkeiten zwischen Platte und Block. Ja. Wenn es natürlich plan ist, wird es dicht sein am Ende. Ja. Wenn man ganz bisschen Überstand haben, könnte das auch schon wieder schwierig werden. Unser Vorteil ist natürlich jetzt hier, dass wir wirklich messen können, wie viel Überstand haben wir von diesem Block zu dieser Kante, von diesem zu dieser Kante, können das individuell anpassen. Es ist ja durchaus möglich, dass wir hier zum Beispiel von dem Block 300 runterschleifen müssen und hier 5. Das ist etwas, was in der Serienproduktion so nicht möglich ist. Man verkauft ja dann die Böcke und dann baust du den Motor rein und wer hat zu Hause die Möglichkeit nachzumessen, wie groß der Überstand ist? Ja.
Die Leute würden da zusammenbauen und dann könnte es eventuell zu Undichtigkeiten kommen. Ja, ja, klar. Weil ja auch gewisse Toleranzen im Werk hier vorherrschen. Weil im Werk ist ja der Abstand von dieser Mittellinie, also von der Kante, wo der Bock setzt, bis hier oben, eigentlich relativ unwichtig. Es gibt ja so eine Platte nicht. Macht es Sinn, diese Platte mit den Hauptlagerböcken zu verschrauben? Dass wir die komplett so, weil jetzt gerade ist sie noch ungebohrt, das macht auf jeden Fall Sinn. Das macht Sinn, okay. Das heißt, wir werden die Löcher hier reinbohren, werden die Platte schleifen, weil hier haben wir ja noch die Zunderschicht drauf. Außerdem wird sie nicht ganz eben sein, das ist nicht möglich. Es ist ja einfach Schwarzmaterial, das gebrannt worden ist. Und wir planen das auf einer Magnetspannplatte. Und wenn die Löcher gebohrt sind, wenn das plan ist und eben ist, dann verschrauben wir es, wenn die Böcke angepasst sind. Also drei Wenns. Planschleifen und Löcher bohren, dass diese Platte in Ordnung ist. Dann die Böcke hier auf Maß bringen, dass das hier eine Flucht ist. Dann zusammen verschrauben und dann erst holen. Das klingt nach dem Plan. So, ein letzter Punkt, weil die Leute dich so gerne über Materialeigenschaften reden hören. Ist ja so dein Spezialgebiet, Hobbygebiet. Ja, ich weiß ein winziges bisschen über Stähle. Aber mein Werkstoffprofessor an der Fachhochschule war, glaube ich, nicht so richtig zufrieden mit mir. Ach, es gibt viel, viel mehr zu wissen. Was für ein Material empfiehlst du für diese Platte? Es muss ein Stahl sein. Es muss auf jeden Fall ein Stahl sein, weil es hier darum geht, den Block zu versteifen. Das heißt, wir reden über Elastizität und da ist der Elastizitätsmodul des Werkstoffes entscheidend. Und der sollte identisch sein, etwa mit dem Werkstoff der Lagerböcke und oder des Blocks. Wobei der Block jetzt aus Gusseisen einen etwas niedrigeren E-Modul hat als die Lagerböcke. Aber Stahl als solcher hat einen recht hohen E-Modul. Und deshalb können wir im Prinzip jede Stahlsorte verwenden. Aber weil dort Schraubenkräfte herrschen, sollte es kein allzu weicher Stahl sein. Also kein Tiefziehstahl oder ähnliches. Schraubenkräfte heißt wegen der Auflagefläche? Wegen der Auflagefläche, weil wir haben hier Schrauben mit einer Festigkeitsklasse von 12.9. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Tiefziehblech verwenden würden, ST1203 mit einer Festigkeit von vielleicht 180 Newton pro Quadratmillimeter, könnte es sein, dass die Schrauben mit dem Bund tatsächlich das Material eindrücken. Und das wollen wir auf keinen Fall. Die haben sogar 18.8. So fest sind die sogar. Das klingt nach Luftfahrt. So, also die sind richtig, richtig fest. Du musst uns nochmal mit zwei Sätzen das E-Modul erklären. Für denjenigen, der es gar nicht weiß. Okay, das E-Modul ist definiert durch diejenige Kraft, die erforderlich ist, um theoretisch einen Körper 100% länger zu ziehen. Das heißt also, um eine 100%ige elastische Verformung hinzubekommen. Das heißt also, habe ich einen Stahlstab, der einen Meter lang ist, dann wäre E-Modul mal Fläche, praktisch die Kraft, mit der der Stab auf 2 Meter gezogen werden könnte. Tatsächlich kann man das nicht, der Stab reißt vorher, das heißt, es ist eine theoretische Größe, aber sie zeigt an, wie viel sich ein Material bei spezifischer Last verformt. Das war doch fast wie aus dem Lehrbuch, würde ich sagen. Das war doch perfekt. Okay, und das heißt, für unseren Zweck jetzt brauchen wir was für einen E-Modul nach Möglichkeit? Na, der E-Modul ist unabhängig von der Stahlsorte. Der ist bei praktisch jeder Stahlsorte gleich. Wir müssen jetzt nur zusehen, dass wir eine Stahlsorte bekommen, die eine ausreichende Festigkeit hat, aber sich gleichzeitig auch einigermaßen bearbeiten lässt und natürlich in Plattenform lieferbar ist. Wir brauchen nichts Exotisches. Meine Lieblingsstahlsorten in diesem Zusammenhang wären entweder ST523, der heißt heutzutage S355, damit wird die Streckgrenze angegeben, oder aber C45. Das gibt es beides. Bei ST523 hätten wir noch den Vorteil, dass durch das Schneiden die Randschicht nicht so weit aufgehärtet wird, was für uns nicht so wichtig ist, weil wir es planschleifen. Aber ST37 könnten wir zurechtkommen, wären aber vielleicht an der unteren Grenze. ST37 heißt heute, glaube ich, S235, also hat eine Streckgrenze von 235 Newton pro Quadratmillimeter. Also für mich ist das definitiv schon ein ganz schönes Know-how, materialtechnisch, was du drauf hast. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Okay, das heißt, die nächsten Schritte sind die Platte anpassen, dann wird das alles schön verschraubt und dann melden wir uns zurück mit dem Hohn. Wir blenden jetzt einmal nochmal kurz den Instagram-Link von dem Amer ein.
Amstec aus der Schweiz. Der hat nämlich einen Lupo, auch mit genau diesem Motor V6 Bito. Ich habe ja gerade schon mal die Trockensumpfanlage angesprochen, da könnt ihr schon ein paar Bilder sehen. Und dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist ja in so einem Betrieb auch immer nicht selbstverständlich. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was zeigen. In dem Fall wirklich von null bis zum fast fertigen Produkt. Fast fertig, ein paar Sachen werden natürlich noch dran geändert. Und ich freue mich aufs nächste Video. Gleichfalls. Danke sehr.